Ein Finger hat auf Ur gezeigt, die Stadt, aus der Abraham entstammte. An diesem heutigen zweiten Fastensonntag hören wir in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis die Einladung von Gott an Abraham: Zieh weg aus dem Land in ein Land, das ich dir geben werde. Alle drei Schriftlesungen haben etwas mit Zeit zu tun. Abraham wird aber Zeit seines Lebens niemals das verheißene Land sehen, das Gott ihm versprochen hat. Und trotzdem glaubt er. Er zieht weg, er bricht auf, im Vertrauen auf Gott, dass Gott geben wird, was er verheißt. Und das segnet Gott auch. Diese Fastenzeit lädt uns ein, dass auch wir aufbrechen und mit Gott gehen und wissen, Gott wird uns schenken, was er verheißen hat, auch wenn wir es nicht immer gleich sehen und erleben. Darin wirkt der Segen Gottes.